So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Magica 2. Oh yeah, ja, mit da sind wir wieder. The Vardrag. In ja, unserer voraussichtlich finalen Folge. Es sei vorausgesagt, dass die vielleicht ein wenig länger geht. Dafür können wir nichts. Wirklich, bewegt euch nur ordentlich. Eure Gegner tun es auch. Denkt daran, dass ihr euch bewegen könnt, während ihr zaubert. Bewegt euch! Es gibt in Magica 2 vordefinierte Artefakt-Sets, beispielsweise normal. Es sind keine Artefakte aktiviert, das Magica 2 Grundspiel. Bitte beachtet, dass es hinter diesem Punkt keine Rückkehr mehr geben wird. Ach, Kemmer, ach so, den müssen wir jetzt nochmal. Voltaire! Nein, Voltaire. Bin ich nass? Ich weiß nicht. Ich hätte mir vielleicht eine andere Robe anziehen können, weil ich glaube nicht, dass wir mit Wasser nochmal so viele Probleme bekommen werden. Ich hab meine Waffen gewechselt mal. Moment, ist das Zeichen von Assassin's Creed? Verkehrt rum? Möglich. Okay, warte mal. Schläft da ja? Die haben wir, glaube ich, letztes Mal schon angequatscht. Doch, ich denke mal. Haben wir noch mehr? Warte mal. Unterbrecher. Stimmt. Unterbrecher ja. Habe ich halt auf der 2 liegen. Genau. Gewitterwolke oder den Drachenstreich lieber? Was ich auf die 1 lege. Stoß. Wo-Teleport. Nutze ich ja sowieso nicht. Weil man beim Pergamentenmissbrauch. Ja, Pergamentmissbrauch ist halt auch Schwachsinn, deswegen lasse ich den Ich nutze ihn sowieso nicht, von daher, wenn ich teleportieren will, mache ich den hier. Den was? Den hier. Ach so, du hast die Kombination dafür im Kopf, genau. Naja, ist die gleiche wie Magica 1, also von daher. Stimmt. Na dann. Wo wollen wir? Hinter diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Wir sollten uns hier gründlich umsehen. Vielleicht kriegen wir hier noch was Mighty-haftes. Oder noch nicht. Huch, was war das? Gott, was? Wo kommt man denn halt das Alcatraz? Niemals ist jemand gelungen, von diesem Ort zu fliehen. Ho, 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 ho. Stech den Zauberer ab, sagt er. Aldatras, okay. Das war nicht klug. Aber das war klug. Lauf, 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 lauf. Kommen gleich die nächsten. Oh. Ja, größere. Immer wieder ein Zauber. Hey, ich war für kurze Zeit unverwundbar, aber es hat nicht lange gehalten. Achso, ich lebe ja schon wieder. Die ist gerade sehr laut. Ich verstehe dich gerade sehr schlecht. Bang. Oh, ich habe mich gerade mal eben geopfert dafür. Rückwärtsgang. Oh. Sehr gut. Moment, ich muss das Spiel mal kurz und da kommen noch die nächsten. Okay. Hä? Ach so, der war zu nah bei mir gestorben. Ich habe immer das Problem, dass ich Todesstrahlen genau da setze, dass die Leute mir dann zu nahe kommen. Ich bin noch so wasserempfindlich. Komm schon, komm schon. Und todesempfindlich. Ja. Was hast du getan? Du hast mich umgebracht. Ich habe dich gar nicht umgebracht. Ich habe gar keinen Zauber gewirkt. Nein! Oh, bloß gut, dass wir unseren Geist noch hatten. Oh, da ist ein Bombentyp. Ich hab ihn getötet. Na, komm. Wie er einfach durch mich durchgerannt ist, aber wenigstens noch über die Hälfte Schaden genommen hat. Oh Gott! Nein, 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 krieg fest! Oh mein Gott! Oh, der reicht darüber. Alles okay. Wir haben notfalls noch den Stein.
Rettenstein. Oh, ich wollte gerade weglaufen. Diese Geländer nerven ein wenig. Okay, ich glaube, die meine Minen helfen, die gehen eh nicht sonderlich viel. Es sei denn. Nein, aber meine Todesstrahlen helfen erstaunlich viel, weil ich ziemlich starke Todeszauber habe. Leg sie direkt unter ihm. Okay. Was? Was? Ich bin ins Loch gerannt und du in den Strahl. Ich hatte den Strahl drin, was zur Hölle? What the fuck? Vor allem genau in dem Moment, wo ich ins Loch renne. Ach, sehr schön. Noch einmal. Ihr heilt andere effektiver als euch selbst. Also aber meine Taktik mit den Schildminen geht echt gut auf. Erlegen so ziemlich alles. Aber das funktioniert ja hier bei Cutscenes eh nicht. Ja. Ich kann es nicht mal überspringen, ne? Ist in Ordnung. Wo kommen die ersten? Die kommen von da oben. Hau mal Leben darauf, dahinter. Als lief von meinen Minen ab. Renn mir bitte nicht vor der Flinte rum. Okay. Was hat mich gerade getötet? Weiß es nicht, auch mal auf, dass du nicht in meine Minen reinrennst. Ey. Ich glaube, ich bin gerade wieder in den Tod gerannt, einfach. Bloody? Ja? Ach, weißt du was? Hier, ich kann mal das da machen. Schwärmt aus, meine Getreuen. Wo sind sie? Ah, sehr gut. Da kommen die nächsten. Und da welche? Hinter uns. Hinter dir vielleicht. Warum renne ich da immer runter? Ah. Und dafür hasse ich diese Steuerung. Oh, hier stehe ich gut. Lass die Kraken los. Dort. Gibst du noch? Ja, ich stehe hier unten ganz gemütlich. Feuertyp. Nein, er hat mich runtergeschubst. Rechtsgeil. Beleb mich mal bitte wieder, bevor du. Ja. Nein. Nein! Oh. Ich wollte dich gerade, ich hatte das falsch rum. Ich glaube, ich leg's doch wieder auf die 4. Ach, der Typ ist ja nicht unempfindlich. Ich hau die Wiederbelebung rein. Entschuldigung. Der Typ ist explodiert. In deiner Nähe. Wieder runtergelaufen. Echt schwierig, Multisatz. Nicht da unten lang gehen. Nicht da unten lang gehen. So, der Kraken ist tot. Ich bin zu feuerempfindlich und der ist feuergeschützt. Verdammt. Feuer und Tod geschützt. Ach, Tod auch. Das erklärt einiges. Ja, Tod auch. Warum brenne ich eigentlich schon wieder? Was? Ach, Menno. Wir haben den erst getötet. Ich weiß es nicht, wie wir den erst getötet haben. Wahrscheinlich ist er erst einfach umgefallen. Wahrscheinlich hast du ihn getötet, ich nicht. Nee, ich nicht. Ich mache ja nur Feuer-Todes-Minen. Ja, und ich mache Feuer-Todes-Strahlen. Okay, wir sollten unsere Taktik etwas überdenken. Mein Tod ist aber sehr gut. Weg da! Nicht da reinrennen! Hm.
Ja, ich hol dich gleich zurück. Ich hol dich ja, mal mit der Ruhe. Setz mal deinen Stein. Ja, Moment, gleich. Super. Ich bin nass, richtig? Ich will ja nicht sagen, dass dein Stein, dass deine Bombe mich getötet hat, aber schon. Leben, Leben, Donnerschild, okay. Ich muss mich langsam mal wieder trocknen. So. Feuer, Feuer, Tod, Tod, viel. Ah nein, du bist voll reingerannt. Sorry. Ah, pass gut auf, dass du. Genau. Ey, da hängt ein Pixelherz. Guck mal ganz links. Ja. Vielleicht ist es so schlau, dich hier wieder zu beleben. Aber hey. Geht drauf, ihr Drecks. Hä? Ich hab doch Notteleport gedrückt. Warum hat er mich nicht notfalls teleportiert? Bist du schon wieder tot? Ja. Du übrigens auch gleich. Egal, ich habe einen Stein gestellt. Ach komm, hört doch mal auf mit diesen komischen Steinschilden, das ist so nervtötend. Ja, auch mit den Steinschilden. Jetzt müsste der Typ kommen, der Feuertyp, ne? Ja. Und der Große, um den ich mich gleich mal kümmere. Wow, den haben wir schon mal getötet. Was denn? Ja. Dann noch dieser Elektro-Typ. Kannst du ihn in die. Plan B. Aha, seht ihr, wie unwiderstehlich macht der Strahlen von Lok. Wie wäre es schade, wenn ich zum Beispiel irgendeine geheime uralte Möglichkeit hätte, die Strahlen zu unterbrechen. Oh. Wow. Wow. Wirklich? Warte mal kurz, ich will gucken, ob in den anderen Strahlen noch was ist. Was ist das da unten? Da kommen wir her, Murphy. Ja, ja, ich wollte die aber strahlen wegmachen. Achso, wahrscheinlich müssen wir die alle unterbrechen. Hast du den da? Genau. Na guck mal, die kamen jedes Mal, wenn wir was unterbrochen haben, diese Dinger. Ja. Die Schaden machen oder sowas? Versuch mal. Warte, ich wollte eigentlich erstmal gucken hier. Hab ich Hast noch drin? Nee, hab ich nicht mehr. Wann hast ASF, ne? Oder Eile. Da ist nichts. Okay. Naja, aber die kann man rumschubsen. Hey, wir schubsen sie einfach in die Löcher. Fragst du, ob das was bringt? Bestimmt nicht. Wie krieg ich Schaden? Du darfst da nicht rausrennen zu weit. Deswegen bin ich erst auch gestorben. Immer noch Schaden. Whatever. Meine meine Lebenszauber sind zwar nicht so gut. Meine auch nicht, ich habe auch einen Todesstab. Achso. Oh, das ist ein Kartenhaus! Das ist ein Kartenhaus! Warte mal, das machen wir so hier. Du weißt aber schon, dass ich sehr knochenempfindlich bin, ja? Meinst du? Feuer. Feuerempfindlich, meine ich doch. Oh, guck mal, hier sind, Fängeszellen. Was sind da? Gefängniszellen hier oben. Ah, cool. So, soweit? Gleich. Kann man nicht löschen. Schade. Aber vielleicht anzünden. Nicht da, wo ich bin. Na gut, gehen wir weiter. Ich mag die Feueranimation, die aus meinem Totenkopfschädel rauskommt. What are you doing? Wofür sitzt ihr denn? Hans Frost? Plündern ohne Lizenz. Der Tempel steht anscheinend auf irgendeiner Erbliste. Und ihr? Hast du den angesprochen oder? Nein. Weiß ich nicht. Oh, sehr schön. Ja,
Hat sie erstmal an. Kann man nicht. Ich habe Hans Frost getötet. Guck mal, es geht nicht durchs Gitter durch, aber es sieht total geil aus. Warum tötest du die alle? Weil ich ein Magier bin. Ich stehe den Magier für Tod und Verderben. Warum heilt er sich? Ich wette, es gibt im gesamten Magier-Spiel irgendwo eine, ein Achievement für niemand töten. Hey, die heilen sich da hinten auch noch, wo sie tot sind, oder? Guck mal, die da oben hat das Kettenschwert, das ich auch habe. Oben. Ja. Oh, warte, vielleicht können wir sie freilassen. Oh. Ups. Geh mal aus dem Weg. Ah, verdammt, diese blöden. Oh, diese blöden Schützen. Okay, wollte das dort. Warum teleportiert er sich raus, der Dreckskerl? Wow. Kannst du mal deinen Stein setzen? Klar kann ich. Der heilt mich nämlich effektiver als mein Lebenszauber. Er heilt schneller, ja. Der Hebel hat sich verklemmt, ist wohl auch besser so. Ihr seid sicher nicht ohne Grund eingesperrt. Geilstes. Der Hebel schlägt zurück. Warte, sagte er. Gibt's da bestimmt irgendwas? Bestimmt. Muss irgendwas geben. Das ist Magicka, verdammte Scheiße. Ja, aber in Magicka 2 gibt's weniger. Achtung, da gibt's Gegner. Weg da! Oh, ich hasse es. Manchmal explodieren sie in übelster Wucht und manchmal nicht. Hey, ich nehme den Schädelstab. Ich glaube, wie viel Arkan du reinmachst. Ernsthaft? Warte mal. Wenn es da weitergeht, dann möchte ich erstmal gucken, was. Achso, nee, das ist vielleicht das Geheimnis. Das ist vielleicht der Geheimdorn. Oh, schau mal. Das ist aus dem alten Alterheim. Ein Gemälde von Vlad. Das Buch beschreibt ein altes Magik, das namens Abschluss zum Westen, damit dem Zauberer sich einfach so Luft auflesen können. Aber die Instruktionen sind undeutlich. Das Papier ist mit Käse bedeckt. Nein, diese Magik setzt sich immer nicht ein. Oh, neue Waffe freigeschalten, die Sense. Was macht sie? Mal gucken. Wahrscheinlich das gleiche wie beim letzten Mal. Dieses bescheidene Landwerkzeug gewinnt offenkundig an Brisanz, wenn man es als Waffe führt. Mittlerer physischer Schaden, geringer Kälteschaden. Nee, früher konnte es noch Gift machen. Schade. Ja, Gift scheint es hier gar nicht mehr zu geben. Also für. Ja, gut so. Aber hey, wir haben was gefunden. Ja, ich find's. Guck mal, hier sind die Magicka, ne? Ja. Magicka. Zauberer. Genau, Zauberer. So, wir müssen mal gucken, wie lange das noch geht, das Ganze. Hält es ausschauen nach mehr Fackeln. Hier ist die Tür aufgemacht. Oh, deswegen. Wow. Rette mich! Hey, hast du okay. Das gesehen, was da vorne passiert ist? Guck mal. Ja, das ist für Castlevania. Ja, die helfen uns vor allen Dingen. Die sind halt nicht nur Deko. Das ist für Castlevania, da kommen auch Herzen aus den Fackeln, wenn man die angreift. Aber es ist nicht ein bisschen. Nicht die Leere, das wäre gefährlich. Okay. Aber es ist irgendwie Moment. Nur ganz, ganz. Moment, wenn das Spiel mir davon abrät. Nein, wirklich, es ist echt leere. Bei diesem Punkt haben die Entwickler nichts mehr programmiert. Errungenschaftsfortschritt. Spielentwickler haben es schwer. Au. Oh, mal leere. Ist ja nicht so, dass er es dir gesagt hätte. Ach, mal leere. Huch, ah!
Hallo Zauberer. Hallo. Ach, könntet ihr mal bitte nicht? Ich habe ihn auf beiden Seiten gesetzt. Das ist vielleicht nicht so schlau wie hier. Ah, danke. Du hast einen Aggro-Schwertkämpfer hinter dir her, ne? Oh ja. Alles gut an. Du kannst nicht brennen, ne? Du hast die Pyromanenrobe, oder? Ich kann nicht brennen, nein. Sehr gut. Das heißt, ich kann mit meinem Todesstrahl zur Not dich mal streifen, ohne dass du gleich brennst. Machst du doch schon die ganze Zeit. Da liegt ein Zwergwurzelstab oder sowas. Zwergzauberstab. Hab ich nämlich mit. Wenn der Lebensgeneration macht. Soll ich die Fokusregeneration erheblich. Oh ja, sehr gut. Weil dann kann ich, dann habe ich wieder ein normales Leben. Ach, hast du das jetzt auch ausgerüstet? Nee, ich habe nur die Kombi dazu genommen. Wollen wir einfach mal Tod und Leben reinhauen? Ich will erstmal gucken, ob sie mich angreifen. Vielleicht können wir eine Laufstange mitnehmen. Oh ja, bitte! Ich glaube, ich würde. Ah! Was auch immer da gerade diesen Feuerkreis erzeugt hat, ich glaube, das warst du. Oh, ich lebe schon wieder. Nein! Das auch nicht. Das wollte ich machen. Ab, wir haben sie alle umgebracht, soweit. Eigentlich noch ein Zauberer? Ich glaube, der bekommt vielleicht noch einen Zauberer. Den habe ich getötet. Ach so. Glaube ich. Können wir eine Lauchstange gebrauchen? Ja. Können wir sie kriegen? Nein. Warte, die Bratpfanne kannst du mitnehmen. Bratpfanne, wer ist da? Geringer physischer Schaden, Rückstoß. Mann, hast du Angst? Neue Waffen freigeschaltet. Bratpfanne, hast du die auch freigeschalten? Ich glaube ja, schmeiß mir trotzdem mal hin. Na komm, wo ist, da ist die Bratpfanne. Rückstoß, yay. Da ich in diesem Spiel viel weniger auf die Waffe setzen werde als noch im Vorgänger. Who cares? Hey, da, die haben einen Wasserschaden, ne? Was? Die haben einen Wasserschaden, sag ich. Wieso da? Ja, das war ich. Ach so, der will mich angreifen. Er hat mich getötet. Warum macht er mehr Schaden als ich mit meiner Bratpfanne? Hast du erst getötet? Ich habe hier unten übrigens, ich habe aus dem Spiel geklickt. Ich habe hier unten übrigens das Fett angezündet. Sehr schön. Sie haben Fett vergessen. Ziehen wir das nur als ein Stück durch, ne? Hm? Ziehen wir als ein Stück durch. Ich spiele das jetzt durch. Gut. Warte. Ernsthaft? Oh, da kommt ein leerer Ball auf mich zugeflogen. So, was hast du gemacht? Guide gemacht. Sind sie tot? Hä? Sind sie tot? Ja. Ja, sie sind tot. Ich sag ja, mein Todeszauber, also der Schädelstab ist schon echt mighty. So, gehen wir weiter. Sind wir durch die Küche gegangen? Wo kommen wir jetzt hin? Es gibt noch einen Ladescreen. Ah, geil. Die verschiedenen Hände von Vlad. Artefakte ändern die Spielregeln. Bei mir. Bei mir stand zahlreiche Begegnungen im Spiel werden auf die Anzahl der Spieler angepasst. Oh, das sieht nach Endboss-Fight aus. Wir sind wieder so eine Kugel, das heißt, wir sollten uns vielleicht nicht am Rand aufhalten. Warte mal, ich renne einfach durch.
Haben die hier ihre Bilder auch aufgehangen? Sehr eklig. Ach, guck mal, das ist das Intro. Das ist das Intro. Da vorne war dieser Zauber, also hier ist der Raum, wo der Magier 1 angefangen haben. Das ist der Gang. Kommen wir zu der Kreuzung. Stimmt. Oder? Könnte. Naja, nicht ganz. Hat sich viel verändert in Schloss Vanyahal. Oh. Will doch irgendwo so ein Stein stehen? Nee, ich stelle ein. Oh, dass sie immer Niederschlag alle haben müssen. Ich mach mal den Spielball, damit du sie töten kannst. Diese kleinen Leuchtviecher sind extrem anfällig auf Arkanzauber. Kann ich mich hier hinten verstecken? Da geht's auf. Ja, wir haben's. Nun verstecke ich mir noch einen rein. Geh mal hier lang. Ne, hier waren wir im ersten Teil noch nicht. Aber wir haben ja gesehen, das Schloss war irgendwie. Hier ist der Eingang, hier ist die Rezeption. Hotel. Oh, kann man klingeln hier? Ne, schade. Warte. Oh, ho, ho, ho. Und wer ist eigentlich an all dieser Misere schuld? Vlad. Achso, draußen regnet es, wenn ich rausgehe, werde ich nass. Ah. Draußen regnet es, wenn ich rausgehe, wäre ich nicht nass. Gehen wir weiter. Was zur Hölle? Hey, ganz langsam. Wer da? Konzentriert euch! Oh, verdammt. Das ist deine, glaube ich. Lösung. Wow. Cthulhu. Wir sind niemand anders als die Helden mit der Maske. Ich bin tot. Was? Ich habe nicht gesehen, dass du auch schon gestorben warst. Was zur Hölle? Verdammt. Vier. Sie können Kreiszauber um uns herum beschwören. Was zur? Arsch, was ist das denn? Meine Idee war ja 2 zu drücken, dass wir die Unterbrechung haben. Ja, aber die haben wir auch nicht lang genug. Was war das denn für Scheiße? Warte mal, nicht zu weit rennen. Erstmal einen Stein stellen. Genau. Aber der wird doch auch durch die Katzen kaputt gemacht, oder? Ich glaube nicht. Da steht noch. Okay. Ich lebe. Diese Augen. Wir haben mit Tränken nach uns. Und sie teleportieren uns random hin und her. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber töten. Denn. Ich habe eine getötet. Sehr schön. Die andere folgt gleich. Hoffentlich. Ja. Nein, sie ist abgehauen. Sie ist tot. Diese Augen können wir auch nur auf der Rückseite zerstören. Warum hast du mich jetzt getötet? Ich habe dich nicht getötet, würde ich niemals tun. So. Und irgendwelche Waffen für uns? Nein. Falle? Ich habe Angst, dort Elektro zu beschwören. Okay. Passiert nichts. Glück gehabt. Lass uns weitergehen. Ja.
Der nächste stopp, Kampf stopp. Wird für halt, dich. Halt, 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 halt. Wasserschild. Oh ja, bitte. Und ich bin draufgegangen. Oh, ich auch. Hat der Menno gesagt? Ich stell gleich einen, stell einen Stein auf, soweit ich kann. Okay. Ich habe auch einen aufgestellt, sehr gut. Diese komischen Kopfdinger da. Kann man mit Steinen kaputt machen, ganz einfach. Diese Monstermaschinen? Ja. Verbrechen einfach. Aber die gehen dann mit allem ziemlich schnell kaputt. Ja, aber mit Stein am schnellsten so, weil das zerbrechen sie einfach, wie gesagt. Ja, schnell rein, mein Schutzschild läuft ab. Okay, gut. Was haltet ihr für das Beste am Leben? Oh, Mavi, Leben, Leben, Leben. Hey, was? Leben! Warum hörst du nicht schneller, wenn ich dir sage, dass du Leben beschwören sollst? Geh mal, zack. So. Reicht hoch. Ja, gerade so. Beinahe wäre ich wieder gestorben. All diese Regeneration. Wer bist du denn? Sind sie weg? Hallo Thomas, lass ihn am Leben. Thomas darf leben. Hat er noch was anderes zu sagen? Ne, Kokuna. Kokuna? Pokémon confirmed? Oh, vielleicht sollte ich mir einfach mal ein Feuerschild machen. Haben wir eine Möglichkeit. Guck mal, schaff's mal. Können wir uns hinlegen und ausruhen? Halt! Halt! Ich lebe? Leben war das andere, ne? Kann ich zaubern! Ja, Leben war das unter der 2. Aber ich habe die Hälfte getötet, nicht sterben. Wir haben schon keinen Geist mehr. Du hast die Hälfte getötet, genau. Weil sie auf meine Minen gelatscht sind. Achso, ich dachte, die sind durch die Explosion untereinander gestorben. Ich hätte gern das große Schwert da. Wenn viele auf einmal gleich umbringen, liegt das meistens da rein, dass sie über meine Minen gelaufen sind. Also übrigens sehr praktisch. So, hau da hinten mal Leben rein. Pergament? Ja, natürlich Pergament. Wenn uns das während des Endboss-Fights passiert. Du weißt schon, dass du das so weit wie möglich hinten machen musst. Ach, verdammt. Da ist wieder so eine Maschine. Die war irgendwie schlauer als du. Nein. Das war eine andere Maschine. Genau, deswegen kommt da auch keine mehr. Hey, da ist ein Nackenkissenwürstchen. Was? Die Wurst sieht aus wie so ein Nackenkissen. Ach so, ein Nackenkissenwürstchen. Das war nicht gefährlich. Verblüffend leicht, hoher physischer Schaden. Ah, aber nicht freigeschalten, okay. Dann nehme ich wieder mein Kettensägenschwert. Oder mein Kettenschwert. Ja, das ist ja auch nur ein halbes Vanierschwert. Also, was geht jetzt ab? Unser Geist kam wieder. Ich werde da kein Leben reinkasten. Oh nein, oh nein, komm, komm, lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein, lauf rein. Ladi. Was denn? Hölle. Was zur Hölle? Geh mal da weg. Achso, du bist eh Feuer. Haha, ich hab ja mit Rüstung portiert. Muss mal warten, bis ich das hinbekomme. Demo an mich selbst, dies ist ein schlechtes Ende. Stanley.
Achso, für eine Stanley-Parabel. Ja, ist ein Parabol-Ding. Wollen wir hier wirklich durchgehen? Moment. Okay. Tatsache, das ist es. Okay. Ich würde hinterherkommen, da liegen noch die Minen. Ach ja, Magica mit seinem Humor. Was? Willst du denn noch hin? Gucken. Stellen wir nochmal einen Stein auf. Wenn wir es können und gehen dann in die nächste Map. Nee, doch nicht. Das? Ich bin tot. Ja, das bist du. Jetzt nicht mehr. Könnt ihr bitte aufhören? Oh, diese scheiß Augen, die teleportieren uns. Zauberer ist nicht tot. Nur das Auge. Achtung, wiederbeleben. Marfi. Was? Du solltest mich wiederbeleben. Der Zauberer hat die Augen beschworen. Nein, hat er nicht. Ich glaube, jetzt ist der Zauberer tot. Vorsicht! Ja, das Opfer musste gebracht werden. Oh je. Wollen wir das wirklich? Was ist das? Leben, Feuer, Arkan. Tod. Und. Es geht gar nicht. Doch. Älter. Das funktioniert. Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen damit bestrahlen. Das ist wahrscheinlich nur zu viert möglich. Nee, geht's nicht. Ach so, Leben. Ich mach Leben und Feuer. Okay, dann mach ich Tod und Kälte. Weg da, Mafi. Ja, ah, nee, warte mal kurz. Das sind die Richtungen, in die er sich bewegt dann. Das ist jetzt Feuer. Nee, jetzt Kälte. Ach so, in die er sich bewegt. Leben. Kälte. Ja, gut. Wie ich nicht weit genug und dran war. Leben. Ach, das mussten wir machen, um weiterzukommen. Oder? Ja. Ich habe trotzdem Angst. Noch was? Jetzt gibt's hier einen Zwergenzauberstab. Sehr gut. Den nehme ich doch gerne mit. Nein, nein. Oh, fuck. Nein! Als ich die Krähe mit der Nachricht vom Anführer der Allianz über das Massaker an ihren Truppen erhielt, hatte ich keine Zweifel, dass ihr entkommen wart. Warum musstet ihr auch aus dieser Kugel ausbrechen? Hat es denn nicht gereicht, dass euresgleichen in diesen sinnlosen Zaubererkriegen ganze Wälder und Dörfer niedergebrannt hat? Nein. Nö, eigentlich nicht. Ich gehöre zu den Unglücksraben, die ihr Heim verloren haben. Schließlich hat Frieda mich aufgenommen. Aber ich musste mir die Unterkunft verdienen und so wurde ich die Mentorin ihrer verzogenen Tochter. Wobei die Zukunft dank diesem Mädchen tatsächlich rosig aussieht. Sie vereint die Geistesschärfe von uns Vala mit der Stärke der Leute ihrer Mutter. Natürlich haben wir Opfer gebracht und die Zwecke, die sie verfolgt, sind unbekannt, aber sie ist die Anführerin von irgendwas. Loki hielt euch für harmlos, obwohl ich ihr riet, euch zu beseitigen. Allerdings weiß sie nichts von eurem Ausbruch. Und was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, im Gegensatz zu euch. Oh, Feuerzauber. Ich hasse Feuerzauber. Es war ja vorauszusehen, dass ich alt werden würde, ehe ich meine Rache bekomme. Ach, der Schrecken der Bademäntel endet heute Abend. Es ist Zeit zu sterben.
Da sind wir uns alle einig. Aha. Oh. Was? Oh Gott! Wo ist meine Maus? Wie, wo ist deine Maus? Okay, that was me. Achtung, wiederbeleben. Kann ich. Du hast einen Shortcut. Ich kann nichts machen. Die Maus reagiert nicht. Jetzt. Ich hab mich umgebracht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ha! Aber ich weiß, was mich umgebracht hat. Es war eine Donnerbarriere. Von der der Typ da auch gerade Schaden genommen hat. Komm schon. Du warst übrigens eingefroren manchmal. Ja, ich muss ein Wasserschild rauskriegen. Sehr schön. Und da war ich tot. Mein Stein ist aber auch schon wieder kaputt. Wenn du mich jetzt nicht wiederbeleben kannst, haben wir verloren. Ich kann dich nicht wiederbeleben, weil mein Cooldown so lange braucht, um aufzuladen und ich nicht die normale Wiederbelebung casten kann. Und warum hast du kein Wasserschild? Ja, weil ich gerade wiederbelebt worden bin. Das sind zwei Knöpfe, Junge. Das sind vier Knöpfe. Der Wasserschild sind zwei Knöpfe. Weiß halt nicht, ob wir direkt auf Sieg gehen sollten. Na, was denn sonst? Wo wir erst die Leute umbringen sollten. Ach so. Auf sie. Ich habe verstanden, ob wir direkt auf Sieg gehen sollten. Dann los. Auf sie. Mach dir ein Wasserschild. Der Wasserschild ist weg. Sehr gut. Mit Eis. Und Elektro, Eis und Elektro. Ich war tot! Sie ist tot! Was hast du dir für ein Schild gemacht? Eis-Elektro, weil sich ständig Eis und Elektro spawnt. Gespawnt hat. Können wir ihren Stab mitnehmen? Nee. Gehen wir weiter. Als ob nichts passiert wäre. Also irgendwie. Sieht doch noch ein bisschen hin, was? Ja, ganz schön. Aber wir ziehen das jetzt durch. Du hast mich voll getäuscht. Jetzt, ach, das ist ja dann gleich das Ende. Blatt? Bakador Workshop den Lot. Von offenbarer, sehr tollfunde. Reisebroschüre. Never has der Niedersekretor. Eje, litten Trosfis lister Bimsi Bimsi. Bimsi Bimsi. Oxa, Propsi enti Single. Ganz neue Arten von Elementen. Und sie ist unster. Litte Quill. Wow, was für ein geiler Abgang. Erstmal. Und zweitens mal, bitte wie? Unsterblich? Neue Arten von Elementen finde ich viel schlimmer, weil gegen die können wir uns nicht schützen. Doch. Wie doch? Also ich meine jetzt abgesehen von unserem Unbesiegbarkeitszauber. Warum? What the fuck? Hey, Volker Fur! Oh, hallo zurück, Zauberer. Was bin ich froh, euch zu sehen, ohne einen kleinen Helm. Ich hoffe, ihr fand es nicht zu abscheulich in der Gefängniskugel der Gelassenheit. Meine Mentorin, Eileen, wird euch für zu gefährlich, um weiterzuleben. Aber euer Tod wäre kein angemessener Dank gewesen, nachdem ihr mir gegen die Armee der Orks geholfen habt. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung, dass mein Taschengefängnis die bessere Option war. Und diesen Goblin-Spielgefährten gab ich euch obendrein. Die müsst ihr euch amüsiert haben. Was ihr in unserem Dorf getan habt, fand ich wahnsinnig inspirierend. Ihr habt gezeigt, dass auch kleine Personen große, selbstlose Taten verbringen können. Da
Das ist es, was Midgard braucht. Vor allem jetzt. Es liegen Berichte über eine grässliche zerstörerische Macht vor, von welcher die Allianz untergraben wird. Also kommt mit. Ich kann euch etwas zeigen, woran ich gerade arbeite. Naja. Sag mal, wo ist eigentlich Ellen? Kommt sie gar nicht? Die ist verreist. Ich fühle keine Anwesenheit von irgendjemandem mehr im Schloss. Ich kann nur... Wir waren es nicht? Wir waren es nicht. Oh nein, kein Regen, kein Regen. Euch fühlen. Ellen hat die ganze Zeit recht, ihr seid nicht nur Idioten mit Macht. Wie Tod und Zerstörung kann nur eins bedeuten. Ihr sollt das nicht zulassen, schlampig gewandete. Golem, zerstöre alles, was ich zum ersten Gesetz sage. Sagte. Belöscht. Das erste Gesetz, die drei Gesetze? Tötet diese Relikte. Jawohl. Jawohl! Musst du das sprechen. Na gut, dann mach hin. Nein, nicht schon wieder diese Scheiß. Sicher, da muss ich. Achso, da muss ich einfach mehr. Kraft vom Meister. Ah, die Strahlen sollen wir unterbrechen. Okay. Du kümmerst dich um die Unterbrechung der Strahlen. Ich würde eher sagen, ich kümmere mich darum, ihn zu töten, weil das kann ich, habe ich gerade in einem Schlag geschafft. Verdammt. Beam mich hoch. Lass! Der Lego-Hein! Schieb das. Bitte, gib das nieder! Was? Ah! Okay. Okay, also ich bring ihn um. Ich bring ihn um, du stellst dich dann zwischen sie. Einschalten. Nein, 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 nein. Scheiße. Hat nicht gereicht. Okay, warte. Es hat nicht gereicht. Ich muss. Warte mal, bis du ihn tötest. Warte mal, bis du ihn tötest. So. Einfach ist das nicht. Vielleicht tot. Zack. Genau deswegen wollte ich das machen. Jetzt. Diese Kugel muss dahin. Sie darf nicht zu ihr. Ah, verdammt. Mach den Stahl nochmal. Verdammt, ich hab's nicht hinbekommen. Energiesparmodus. Komm, ich mach das hier. Heißt es? Nach hinten. Und zack, und zack. Oh nein, was tut ihr denn da? Ich bin eingefroren. Okay. Hast du wieder einen Stein? Sehr gut. Ich brauche einen raus. Okay, ich geh auf den... Mach, überwältigend. Pussy. Nicht geschafft. Sag's mit X. Wächter. Ich hau jetzt doch den Wächter auf dem Shortcut. Beam mich hoch, hat man schon. Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten. So, jetzt das Zeug woanders hinspielen. Ich muss sie ab. Ah, verdammt. Mavi, beleb mich wieder. Ja, es geht ja mal voraus. Es geht jetzt mal voran, ne? Ja. Belebt den Golem gleich wieder? Sehr gut. Ja, lass sie. Golem down in 3, 2, 1, jetzt. Ich auch down in 3, 2, 1, jetzt. Okay. Verdammt, ich war doch noch drin. Verdammt, ich bin tot. Ich auch. Meine Minen reingerannt.
Ja, mit den Minen musst du höllisch aufpassen. Was? Verdammt, ich war nicht ganz drin. Die Viecher haben uns... Die Viecher können uns Elemente klauen. Okay, ich hol mir den Golem. Schnell hier zwischen, schnell hier zwischen. Ja, hab ich. Mafi, ganz schnell. Ich bin schon tot. Oh, ich hab nicht gesehen, dass du tot bist. Ich bin tot. Warum sagst du mir das nicht? Ja, was denkst du, was ich sage? Stell du mich dazwischen? Vielleicht, weil du weiter weg warst als ich? Nein, ja, ich war weiter weg. Ich war tot. Du bist so ein Lauch. Sowohl mit der Zeitplanung als auch mit allem anderen. Notfalls, wenn wir es nicht schaffen, rufen wir uns Gecko noch an. Der ist auch gerade da. Ja. Längste Folge ist lang. Okay. Oh, ich hasse diese Viecher. So, bitte drauf gehen. Geh rein. Sehr gut. Ich, ja. Das Problem ist, ich bin eingefroren und sie kommt da ran. Und schnell, Mafi. Nein, nicht schnell genug. Oder tot? Wo ist sie? Oh ja, wenn sie ihn von unten. Jetzt. Sehr gut. Halt, halt. Aber es ist Eisgolem. Tot. Danke. Scheiß Bruder. Scheiß Bruder. Danke. Wollte ich nicht. Hey. Bist du tot? Nein. Okay. Ah, sie klaut uns immer Fokus mit ihren scheiß Attacken anscheinend. Lauf rein, lauf rein, lauf rein! So. Aber wir können sie nicht ablenken. Das ist total blöd, dass wir sie nicht ablenken. Stoß auf der 1. Hä? Wir können auf der 1 den Stoß stellen. Sehr gut. Aber wir können sie, glaube ich... Achso, wir können ihr Dings da wegschiffen, meinst du? Hat nicht genug Fokus. Warte mal. Ah, ich hätte nicht da reinrennen sollen. Kannst du mich kurz wiederbeleben? Ja, ja. Das mit dem Stoß funktioniert sehr gut. Ich bin noch kalt. Komm, komm. Verdammt. Nicht gereicht. Gegen die... Nein, zaubern! Nein! Komm, 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 komm!
Hi. Hold him down. So, und jetzt den Stoß auf das Ding. Ah. Getroffen. Du sagst einfach nur, der Stoß funktioniert gut. Ich dachte, sie wegstoßen. Nicht sie wegstoßen, das Ding wegstoßen. Vielleicht solltest du dich wirklich besser um die Kugel kümmern und ich mich um den Golem. Oh ja, sehr gut. Verdammt, getroffen. Nein, ich hab dich getroffen. Das ist ein dummer Kampf. Wir werden Jahre brauchen. Adi? Ja. Hier, geht nicht, es geht nicht. Ich hatte nicht genug Fokus. Wie ist die Kombination dafür? Weiß ich nicht. Todsteinschild. Daddy? Na, wenn es denn sein muss. Oh, das ist ein Krampf. Das Blöde ist halt, dass nach dem Tod ständig mein Eisschild weggeht. Okay, warte. Hol him down. Komm. Nein, warum ist der Fokus weg? Egal, ich bin rein. Jetzt Stoß. Sehr gut. Ja, aber... Nein! Gibst du noch? Ja. Okay, dann töten wir jetzt den Golem wieder. Ich habe noch nicht genug Fokus für die Scheiße. Doch, gerade so. Und los. Weg. Jetzt. Golem down. Wo ist sie? Ich hasse diesen Endboss. Gib doch mal wieder. Schaffst du es? Nein! Was passiert eigentlich, wenn wir den Golem besiegen, während du den Stein, während du das Ding schiebst, also sie ihn noch nicht wiederbeleben kann? Ich kümmere mich um den Golem. Du kümmerst dich um die... Nicht genug. Alter, Richtung! Nutz nicht den Teleport, der bringt dir nichts. Ich bin tot. Okay. Warte mal, einen ganz kurzen Moment. Channel switched. Leander? Ja. Moment, warum? ja, kann ich euch helfen. Also wir hatten zwar auch am Anfang unsere Probleme, aber dann hatten wir es in einem Run, ich glaube 2 Minuten, war der Boss tot. Auch nicht schlimm. Ja, kein Ding, kann ich mitmachen. Also, ja, Sekunde, ich muss gucken, ob ich noch patchen muss. Mal kurz warten.
Ja, Steam startet schon. Seid im Stream. Seid im Stream. Auch gut. Ja, ich brauche noch ein paar MB. Dann bin ich fertig. User was moved out of your channel. Ah, ja. Da ist der Gecko. So, auf meiner Aufnahme auch nochmal. Musste das Mikro zwischendurch an- und ausschalten und wie auch immer. Wir gehen jetzt mal ins Hauptmenü, Leute, und der liebe Gecko wird uns jetzt helfen. Weil ich gerade einen richtigen Hass auf... Ich habe nämlich einen richtigen Hass auf Vardrak bekommen, dass er gesagt hat, wir machen das in einem Run durch. Ach was. Läuft bei euch, läuft bei euch. Naja. Ich meine, die Idee war gerade, die Log einzufrieren noch dazwischen. Ich meine, ich habe ja an sich kein Problem, eine ganze Folge von einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde zu machen. Die Leute, die damals auf dem alten Channel meinen Kumun-Let's Play gesehen haben, die wissen das. Aber bei solchen Spielen brauche ich echt mal zwischendurch eine Pause. Und aber wir ziehen jetzt mit Gecko durch. Ja, diese Pause werden wir jetzt füllen, im Hauptmenü werden wir jetzt füllen mit Ausdruckstanz. Vardrak, ich bitte dich, tanze. Ausdruckstanz? Nein, ich hatte Leute jetzt schon, während du weg einfach abgehauen bist, ein bisschen vertröstet oder gesagt, wie blöd du doch bist. Ja, das wissen die Leute auch ohne, dass ich dabei bin. Ich habe Beleidigung über dich getanzt hier. Ah, okay. So, wir warten darauf, dass Gekos Steam sagt, er darf. Ja, es sagt. Okay, bei mir wirst du noch nicht als... im Spiel angezeigt, also Leute, das Overlay seht ihr hier ja noch nicht. Aber genau hier wird gleich stehen, dass Gecko im Spiel ist. Also nicht bei euch, sondern nur bei mir. Ach, und auch Gecko, das ist eine Anfrage in Skype, ne? Was ich gerade mache. Ja, ja, habe ich dann auch gesehen, als ich in Teamspeak kam. Ja, zum Glück habe ich deine. Also zum Glück habe ich Skype ja auch beschäftigt gestellt. Ja. So, bin da. Ja, wird es mir noch nicht angezeigt? Na? Komm. Ach, Moment, jetzt kann ich ja meine Ausrüstung so ranziehen, wie ich sie normalerweise will, ne? Ja. Wollte eigentlich. Stimmt, ich kann ja noch mal gucken, ob ich. Vor Todesschaden, verminderte Heilwirkung. Da ist die, glaube ich. Schützt vor eingefroren Status. Welche ist das? Ich glaube, das ist die Vanya-Robe. Leicht vermindertes Bewegungstempo. Nee, bleib dabei. Ich nehme einen anderen Stab. Ich nehme wieder einen Stab, der meinen Lebenszauber trotzdem gleich hält. Zum Beispiel den Narrenstab. Mit dem bin ich sowieso bis halb Let's Play durchgerannt. Empfindlich in alle Elemente. Warum gibt's eigentlich nichts, was gegen Elektro schützt? Doch, gibt's doch. Was denn? Moment. Eine Robe hier. Laborrobe. Echt? Moment, habe ich die? Ja. Ist neben der. Da, empfindlich gegen. Schützt gut vor Feuer, Blitz und Dampf. Ja, gut, aber. Ich nehme jetzt trotzdem die Bahn hier. Ja, ich glaube, der Golem wird auch deine Elemente noch durchswitchen. So, jetzt können wir. Moment. Golems switchen nicht nur das Element, die werden vor allem auch noch mehr. Du sollst nicht alles verraten, Mensch. Was? Ja, weißt du was, ich bin bei dir war. Wir waren halt beim ersten Golem gestorben. Genau. Nein, beim zweiten Golem sind wir gestorben. Du bist immer noch nicht im Spiel, ich kann dich nicht einladen. Doch, bin ich. Ach so, warte mal, das kann sein mit dem Einladen. Der komische Stil für den Ansicht. Oh, warum ist denn bei mir die Musik gerade so übermäßig laut im Ohr? Ich weiß, das Spiel pegelt die Musik manchmal hoch, manchmal runter. Ha, Gecko spielt Magica 2. Sehr schön. Das war die Familienansicht. Vielleicht 10 Einladungen hier bekommen. Ist gut. 11. Alle 10 mal eingeladen. Ich habe auch nochmal eingeladen. Also, der Gecko. So, und dann setzen wir einfach fort. Ich hoffe, man hört den Gecko in der Aufnahme gut. Das können wir jetzt nicht testen. Wir versuchen es einfach. Nur das spielerische Beiwerk. Ja. Warten auf Horst. Horst. So, wie war denn das? So. Ah,
Ach, die scheiß Viecher. Ah, natürlich haben wir jetzt mehr von denen. Ja, wissen wir, schiebt es dahinter. Das haben wir, das so weit waren wir schon. Ja, aber sie kriegt das Vieh halt immer wieder. Oje. Hol ihn down. Ich spiel mal den Unterstützer hier, den Supporter, den Healer. Wollte sich keiner dazwischen werfen. Er hat mich dazwischen geworfen. Hol ihn down. Zauber vielleicht mal ändern. Das und das ist auch noch. Ist der Ball direkt hier runtergeflogen? So. Doch jetzt. Was? Ich wollte nicht getötet. Aber. Ich mach mal einen hier voll auf Healer, ne? Ja, passt. Und auf Golem-Töter, weil das kann ich gut. Alles, was mit Tod zu tun hat. Wo ist sie? Oh, komm. Da. Bam. Ui, nein! Nein! Da stand ich im Weg. Dahinter. Hab sie. Ich bin bis tot. Weiß ich noch nicht wie, aber. Kein Ding. Ist prima. Kann sie leider nicht wegschubsen. Ich bin tot. Ich bin tot und ich habe gerade verstanden, dass sie gesagt hätte, hey Nigger. Das hat mich ein wenig verstört. Nein, da muss die Shift-Taste dazu. Gecko, du bist gerade der Einzige, der am Leben ist, ne? Ich kann doch nicht wiederbeleben. Du müsste da. Quasi. Ja, hat sie glaube ich schon wieder. Ja. Können wir den Golem? Hast du dich jetzt mal dazwischen gestellt? Oh. Ich bin zu langsam! Oh Gott, so der Prozess ist an der Laser. Was? Genau in dem Moment, wo wir gestorben sind. Wo das Ding aufgehört hat. So viel zum Thema 2 Minuten, Gecko. So viel zum Thema 2 Minuten. Ja, wir waren zu zweit, das ist irgendwie besser funktioniert. Läuft das nicht so. Zu zweit sind weniger Gegner da. Spielt mir den Ball hier vor mit Stoß. Oh. Kann sich nicht einfrieren. Komm mal rein. Was? Wer oder was klaut mir eigentlich ständig meine Elemente? Ein Schild dran hat, wenn du auf ein Schild schießt, verlierst du das. Nein, Echo! Oh, ich bin cool, dass man wegschießt. Hey! Was, ich stand dazwischen! Cooldown! Ich hab den gerade fast wieder mit Gecko, da hinten liegt der Ball! Komm doch weiter näher! Ich seh den! Ja, ich bin doch da! Ja, aber. Wo ist der Ball hin? Da hinten am Arsch der Welt! Wo ist der Ball hin?
Nein, ja, ich hatte ihn wieder! Der war da oben. Ach Mann, jetzt ist man der. Okay, er ist tot. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hat sie... Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Jetzt ist mit drin! Einschalten! Schieß doch! Schieß doch! Oh. Glück gehabt, Gecko. Dann eben nicht. Hey! Ach, ich hab ihn nicht lang genug abgewehrt. Was? Das wird aber auch gerade jetzt beliebt. Der ganze Schießen. Ja. Nein, nein! Wer hat denn gut geschossen? Nicht du! Oh, du bist da! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Bleib erstmal noch stehen. Daddy! Ja, ich versuch's, ich bin langsam! Gut, wir dazu. So, jetzt kommt der näher! Kann ich. Nein, nicht immer auf mich selber. Yay! Ich vergesse immer die Shift-Taste zu drücken, um Rundumzauber zu machen. Und dann bin ich tot. Zu spät. Nein! Ja, achso! Nein! Nein! Nicht immer auf die mittlere! Das funktioniert so nicht. So. Jetzt das hier anmachen, kannst du spät reinlaufen. Golem ist tot. Ja, du darfst ein bisschen schnell tun. Ich will den Cooldown auf Unterbrecher nicht so schnell. Ja. Ah, das ist Robots. Verbrutzeln die mich. Surrender! Oh, ich hab's schon wieder hinbekommen. Ich will wieder meine Tastenbelegung aus Magicka 1. Sorry! Voll hinzugreifen! Oh, okay. So, Skeletti ist blockt. Nach vorne! Nein! Los! Verdammt! Oh je! Yeah. Ich kann wieder nass sein, verdammt. Boah. Ich will nicht sagen, dass ich diesen Kampf hasse. Echo! Das war schlau, auf den Blitzgolem Blitz zu wirken. Nein, 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 nein! Oh! Dieser scheiß Golem. Nach vorne spielen. Nein, um die Ecke, um den Golem rum. Lauf!
Oh, das ist das schlechteste Fußballspiel aller Zeiten. Schön. So, wir waren alle. Oh. Das war zu früh, das war einiges zu früh. Wir waren alle. Oh, hat aber noch funktioniert. Knapp bei einer auch. Nieder! Er denkt mal so ein Scheiß aus. Ups, ich hab den Schild, ich kann auch gar nicht. Returner! Wo ist sie? Da oben. Google! Oh! Google. Super! Kann man sie eigentlich? Nein, kann man nicht. Nein, hab ich probiert. Nee, man kann man vielleicht. Ups. Endlevel! Das brutzelt. Kein Ding. Wo ist sie? Da oben. Da. Das war zu früh, das war zu früh, das war viel zu früh, das war viel zu früh. Ich sag's auch noch, bleib stehen. Surrender. Nein, seine Schockwellen sind keine elektrischen. Ich hasse diesen Gegner, tralalalala. Oh ja, bitte. Bitte, komm, komm, komm. Das ist so gemein. Ja, das ist es, in der Tat. Was? Was war das denn? Ich war auch noch nass und hab's auch nicht. Okay, so, ist der jetzt mittlerweile gegen Dinge immun? Genau, der ist da gegen immun, dann. Da ging auch. Das war der Blitz. Was ist das? Ist das. Ich bin so Feuerblitz. Oh. Au! Returner! Au! 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 Warum ist denn jetzt mein Zauber nicht losgegangen? Returner! Pass auf, Gekko, da kommt wieder die. Ah, das ist kein Eis, was das auf den Kugeln ist, oder? Nein, das ist Leere oder irgendwas. Hey, wir sind drauf! Ha, ich habe mir beim Ableben noch einen Tod beschworen. Pass! Mafi, runter hier! Wo ist der Typ? Achso, da unten ist ein Ding! Nein, nein! Das war über Bande gespielt! Dazwischen! Ja, sehr schön. Warum sterbt ihr nicht? Mavi, wiederbeleben, sofort. Wir bekommen zum Glück immer einen... Daddy? Ja. Wo ist sie? Hier, aber. Nee, Jams! Nein! Fast! Wow. Hier auch noch. Danke! Wow. Das riecht auf Wasser. Wie Gottes.
aus! Sie hat ja von wieder aus. Wenn sie uns nicht ständig wegteleportieren würde. Oh ja, jetzt. Jetzt aber. Nein! Oh, weil sie uns ständig. Ladi! Letzten. Ja, Moment. Ey, nicht Gecko. Nur den Golem. Oh. Da war die Explosion. Backer. Return. Wow, Feuer reingegangen. Wow, ich bin mal tot. Explosion. Ja, auf dem Feuer. Nein! Nein! Ich finde es schön, dass wir die Kräfte einfach aus dem Fenster werfen. Verdammt! Ja. Aktion unmöglich! Aufladen erforderlich! Warum tut ihr das, Zauberer? Was wollt ihr wirklich? Er hält die Fäden in der Hand! Oh, Vlad! Hallo, junge Dame, ich bin Vlad und es ist Zeit, dass ihr heimkehrt, da ich fürchte, dass ihr ziemlich am Ende seid. Warum hat dich so eine Stimme? Wer zur Hölle seid ihr eigentlich? Warum habt ihr so komische Stimme? Ihr kommt mir nicht sehr bekannt vor. Oh! Wow! Hat sie gerade... Moment, wo bin ich? Ach, da bin ich. So, Locke ist wieder zu Hause in Sicherheit. Also, alles ist wieder so, wie wir es gerne hätten. Wieder mal. So wie wir es gerne hätten. Also mal sehen. Schloss Alderheim ist nicht gerade. Aber übel ist es auch nicht. Große Säle und Flure. Genau richtig für Klassenräume und Dormitorien. Man könnte allerdings mal Staub wischen. Blatt und Blut ist noch. Und ein paar Reparaturen ausführen. Aha. Aha. Die Kellerkobolde sind alle weg. Wir müssen uns mit der Personalabteilung kurz schließen. Alles in allem dürfte der Bau eine sehr hübsche neue Zaubererschule abgeben. Also, ihr entspannt euch jetzt einfach ein wenig. Ich beseitige diese Kugeln mit dem Vordereingang. Bestimmt machen sie sich ausgezeichnet im Büro des Rektors Vlad. Da verschwindet er einfach. Victory. Hey, wir haben es geschafft. Victory. Hat bei euch auch kurz der Ton ausgesetzt? Ja. Sehr geil. Neue Robe freigeschaltet, Vanya-Rüstung. Wir haben nochmal die Normalität erreicht, 6 von 9. Vanya-Rüstung braun. Und eine neue Version von Dunker Dunker. Sehr schön. Meister! Au! Oh, ich bin noch nass. Okay, ja, Audiopraktikant Jakob Fellberg, sehr schön, Hauptgeschichte. Einer hat sich die Hauptgeschichte ausgedacht. Ja, ach, ich... Der war sehr kreativ. Ja, das könnte man so nicht sagen. Ich hatte mal ganz kurz euch... Neue Version von Dunker Dunker, oder? ...den Ton ein wenig leiser drehen, Leute. Weil mir das gerade auch... Nein, das ist einfach offen. ...Ohren doch sehr laut war. Also, Magica 2, es ist vollbracht. Wir werden mal schauen, dass wir vielleicht noch irgendwann ein paar Herausforderungen machen. V
Warum lebe ich eigentlich ständig und sterbe dann wieder? Ja, das Spiel ist sehr witzig. Der Humor knüpft schon an das vorhergegangene Spiel an. Trotzdem würde ich meinen, das erste Spiel war besser. Wartrag, was sagst du dazu? Wartrag, dein Feedback. Ein Feedback. Ich bin aufs Fenster gefallen. Das Spiel war echt, es war echt toll. Knüpft an Teil 1 an, aber man ist halt nicht so über, das ist halt die einzige Sache. Ich finde, man hätte einfach die Marken nicht so sehr nerven sollen. Okay, Gecko, Kappa. Tschüss. Sehr schön. Golem, Meister fehlt mir. Ja, Gecko, möchtest du auch noch was dazu sagen? Ach, ich war jetzt nur kurz aus. Ich hab's ja schon von der Weile durchgespielt. Aber ich würde auch die Herausforderung gerne mitspielen. Ja, dann werden wir uns mal schon mal zusammensetzen, dann, wer die mit mir macht. Ich bin da so alleine. Ja, auf jeden Fall, alles in allem ein witziges Spiel. Ich hasse Wartrag immer noch dafür, dass er mich gezwungen hat, das Ganze jetzt in anderthalb Stunden am Stück zu spielen. Ach was, jetzt haben wir es hinter uns. Ja. Aber ganz ehrlich, wer guckt sich denn anderthalb Stunden am Stück an? Wenn ihr euch das anderthalb Stunden am Stück angeguckt habt, Leute, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann schreibt schreibt einfach Selfie-Stick-Verkäufer in die Kommentare. Ja, genau, Selfie-Stick-Verkäufer. Ba, bam, ba, dam, dam. Golem ist traurig. Ta, 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 ta. Ach ja, die Musik ist schön. Ja, also Soundtrack-mäßig ist dieses Spiel ein echter Hit. Oh ja, gleich kommt jemand hier überlebt. Aus, wahrscheinlich ich. Ding, ding, ding. Ja. To Unsterblichkeit and Beyond. Da, 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 da. Und unsterblich aus dem Fenster rennen. Ich bin unsterblich. Ich bin mit dem Pergamentmissbrauch selbst getötet. Sehr schön. Ey, du hast dir neue Freunde gesucht. Hey, jetzt greifen sie den da oben an? Die machen Party beim Golem. Bam, 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 bam. So, QC-Testers. Besonderer Dank, Original Magica Design and Madness, Arrowhead Game Studios, Quellen der tollen Geräusche der Bestienleute, Coffee Stain Studios. Quellen der tollen Geräusche der Bestienleute. Sehr schön. Große Herzschmelze in 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Ein würdiges Ende. Sehr schön. Herzschmelze. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge und dieses Let's Play. Ja. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Mal schauen, was das Schickes sein wird. Ich werde wahrscheinlich ein paar von den Herausforderungen irgendwann mal spielen, ne? Mit Gecko, vor allem mit Gecko und Bloody. Das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss. Tschüss.